Freunde der Nacht, wir haben 23:37 Uhr. Heute ist Dienstag, immer noch. und wir sind wieder bei Elden Ring am Start. Letzte Folge haben wir es ja hier angefangen, uns mit dieser ausgewachsenen Bestie da oben anzulegen. Ich weiß gerade nicht genau mehr, wie sie genau heißt. Sie hat einen ganz komplizierten Namen, Sterntal-Bestie oder sowas. Wir werden das jetzt diese Folge auf jeden Fall weiter versuchen. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn das jetzt diese Folge nicht funktionieren sollte wieder und wir nur auf die Schnauze kassieren, werde ich auf jeden Fall jetzt morgen wahrscheinlich mal 2 oder auch 3 Stunden investieren, um mal ein paar Level-Ups zu generieren, um auch einfach mal ein bisschen mehr in Stärke weiter zu pushen, um halt auch mal eine bessere Waffe zu bekommen. Meine Waffe ist zwar schon ganz gut, aber wahrscheinlich für den Typ Gegner nicht so gut geeignet. Und ein bisschen mehr Level zu bekommen für meinen Lebensbalken. Was ich tatsächlich noch gerade gemacht habe, ist meine Waffe auf Stufe 11 gebracht. Und den Schild auf Stufe 2. Gucken, vielleicht hat das ja schon ein klein bisschen was gebracht. Ich kann es euch nicht sagen. Wir werden es auf jeden Fall herausbekommen, indem wir das jetzt nochmal testen. Diese Folge werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Try noch versuchen an ihr. Wünscht mir Glück. Danke, Mr. RPG, für den Tipp. Weglaufen ist tatsächlich besser als wegrollen. Nicht auch klar, wenn der direkt beim zweiten Mal das Ding macht, dann kommst du damit nicht so ganz parat. Normalerweise macht er das 3-mal. Ja, es wird mein erster Versuch, ne? Bin noch nicht ganz drin. Auf jeden Fall schon deutlich besser als das letzte Mal. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, bin da hängen geblieben.
Ja, den macht er so selten, da komme ich schon nicht so ganz mit zurecht. Aber ihr merkt, ich versuche eure Tipps umzusetzen, auch wenn mir das nicht immer so leicht fällt. Ich habe leider immer noch kein Mittel bisher gefunden gegen dieses gegen diesen komischen Laserstrahl, den er da in der zweiten Phase macht. Da muss ich nachher aufpassen. Weil zweite Phase dürfte nicht mehr so weit entfernt sein. Ach verdammt, da bin ich voll in ihn reingesprungen. Okay, das dürfte jetzt die zweite Phase sein, ne? Das Ding meine ich.
gucken, ob das wie bei Media funktioniert. Das scheint tatsächlich zu klappen. Hängen geblieben. Tja, da hat er mich dann, ne? 11 Minuten haben wir jetzt gehabt. Das war aber eigentlich, wie ich fand, ein ganz guter Try. In der ersten Phase haben wir ja, glaube ich, so gut wie gar keinen Fehler begangen. In der zweiten waren es dann eher so ein bisschen die Krux, die dann im Raum stand. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Warum bleibt man denn da hängen? Wer hat denn diese scheiß dämische Arena konstruiert? Also ganz ehrlich, das ist doch ein Scheiß hoch 10. Du schaffst es ja dann gar nicht, ihn da im richtigen Moment zu catchen. Ihm am Kopf zu treffen, ist auch echt eine Kunst. Also das schaffst du auch nicht mal eben so. Den Move habe ich jetzt auch in keinster Weise verstanden, warum ich da getroffen worden bin.
Wow. Tja, also zu schwer ist der für mein Level auf gar keinen Fall. Das kann mir, also da möchte ich dir eigentlich nur ungern widersprechen, RPG, aber zu schwer ist der für mein Level auf keinen Fall. Wenn man sich da so Schwarzfraß oder einen Meister Gundia anguckt, die sind vom anspruchsvollen Level her ähnlich und du denkst halt auch, völlig overpowered sind die Gegner, das schaffst du, kannst du gar nicht schaffen. Doch, das schafft man, weil man einfach nur das Moveset drin haben muss und dann kriegt man das ohne Probleme gemanagt. Man muss es halt ein paar Mal gemacht haben. Wir haben ja jetzt hier gerade mal den 5. Try hinter uns. Und das ist halt bisher eine der agilsten Bestien, die ich so mitgekriegt habe in der ganzen Souls-like-Geschichte. Machen kann man den auf jeden Fall. Und das ist auch nicht das Problem, dass man den schafft. Ich habe mir da noch was gekauft gehabt, da wollte ich mal eben nachgucken. Ach, hier ist das Teil, ne? Verleiht verschiedene besondere Effekte. Jetzt die Frage, was die macht, ne? Was ich mal kurz machen wollen würde, ist hier das Ganze mal ein bisschen neu verteilen. Das dahin. Dass man die auch mal benutzt, weißt du. So, was natürlich noch ein Vorteil sein könnte, ist, wenn man eine andere Waffe nimmt. Also statt dem Nagakiba sowas zum Beispiel hier, Großschwert der Verpflanzung oder eben die Großschwert der Sterngeißel, die kann ich aber leider noch nicht nutzen. Deswegen ist meine Überlegung, dann morgen mal ein paar Level zu investieren, um die dann nutzen zu können. Oder eben auch den Stab des Bewachers. Ist auch eine gigantische Waffe. Kann ich gerade aber auch noch nicht nutzen. Das ist eben das, was mich so ein bisschen am Spiel nervt, weil man hat oft im Spiel Runen verloren und kriegt die halt nicht zurück. Und hat eben dann das Problem, dass man eben, ja, so halt auch nicht an die Gegner rankommt. Wir versuchen das jetzt nochmal. Wir sind jetzt bei... Scheiße, jetzt hat er direkt losgelegt. Das ist die beste Attacke, um ihm richtig einen mitzugeben. So, jetzt habe ich da irgendwas gekriegt. Ich habe keine Ahnung was. Ja, ich krieg trotzdem hart aufs Maul. Also wenn man ihm die ganze Zeit nur Schläge auf den Kopf geben können würde. Damit habe ich jetzt... Ich habe gerade ein bisschen gepennt. Wenn man ihm die ganze Zeit nur Schläge auf den Kopf geben könnte, dann... Also würde. Weil kann, können tut man das.
dann ist der eigentlich recht schnell auch tot. Also, so schnell ist jetzt mal dahingestellt, aber mein Gott, jedes Mal vercheck ich den. Muss man From Software halt auch lassen. Sie haben hier einen Gegner geschaffen, der ein unheimlich großes Repertoire an Fähigkeiten hat. Der nicht einfach mal so stumpf nur seine drei Angriffe hat, sondern der wirklich auch mit wirklich viel taktischer KI an den ganzen Scheiß rangeht. Finde ich zumindest. Aber machbar ist der auf jeden Fall, auch auf dem Level, auf dem ich hier bin. Gut, wenn man sich so dämlich anstellt, dann kann das nichts werden. Ja, nochmal mitten in die Fresse. Heilung hat gar nichts gebracht. Ich muss so ehrlich sagen, den Try, den genieße ich jetzt gerade auch nicht. Den fühle ich nicht. Also der hat sich jetzt leider ein bisschen zu schnell arrangiert, weil ich dachte, das Gesöff, was wir da gekauft haben, hätte vielleicht irgendwie einen anderen Effekt. Ich will jetzt keinen God-Mode oder so, aber irgendwie etwas, was vielleicht spürbarer ist. Wo man jetzt zum Beispiel sagen könnte, man hat irgendwie ein bisschen mehr Angriffskraft oder so. Oder macht ein bisschen mehr Schaden für eine gewisse Zeit. Aber ich merke da jetzt gerade irgendwie gar nichts von. Okay, dass das funktioniert, ist natürlich auch geil. Ich habe dem, glaube ich, gerade dreimal eins mitten in die Fresse gegeben, allein nur durch Hochspringen. Das war auch, glaube ich, eines der wenigen Male, wo ich gerade mal selber einen Iframe-Luck hatte. Alter, mit dem Arsch auf einen draufsetzen, weißt du, das ist auch so eine Nummer. Wer denkt sich sowas aus? Die normalen Angriffe, die kannst du halt alle blocken. Das ist richtig gut. Der ist richtig. Das ist der beschissenste, den er hat.
haben uns jetzt gerade ein bisschen zu Kugel. Solltest da mal wegrennen. Nicht so lange saugen. Ja, das war's. Also, das ist mein letzter Heiltrank jetzt gewesen. Schon verdammt geil aus. Was? Warum? Ich habe doch ein Schild hoch gehabt. Ach, jetzt trifft er mich auch, obwohl ich ein Schild oben habe. Das ist interessant. Ich glaube, ich habe da einfach nur blöd gestanden. Gut. Also, natürlich hat der Kumpel hier recht, dass wenn man ein höheres Level hat und eine andere Waffe, man wahrscheinlich deutlich einfacher ihn zur Strecke bringen kann, als wie es jetzt bei mir ist. Nichtsdestotrotz kriegt man es aber auch so hin. Also ich glaube, ich wage tatsächlich zu behaupten, dass man den sogar so machen könnte, dass man nicht einmal gehittet wird. Das könnte sogar mir gelingen. Wenn ich mich hier noch ein paar Stunden reinhängen würde und jetzt hier einfach nochmal zwei Folgen dranhängen würde, dann könnte es sein, dass ich den mit einem No-Hit mache. Also dass der mich nicht hittet, weil der ist nicht so schwer, wie er aussieht. Also der ist agil. Der hat krasse Moves drauf teilweise. Der hat auch eine, wie ich finde, sehr intelligent geschriebene KI, die sehr gut in den Kampf sich reinfindet und sehr gut mitmacht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man den eigentlich ganz gut legen könnte, wenn man sich da gut reinhockt und einfach mal ein bisschen Biss mitbringt. Was mir jetzt gerade heute in der Folge ein bisschen gefehlt hat. Ich werde wahrscheinlich morgen einfach mal ein paar Stunden in Levels investieren und ein bisschen rumlaufen, ein bisschen leveln. Mal gucken. Und dann werden wir uns aber hier wieder an der Stelle wieder treffen und ich hoffe, dass ich schon einfach eine andere Waffe in der Hand habe. Vorzugsweise diese hier. 40 Stärke oder eben 38 Stärke und 15 Weisheit. Problem ist hier bei Weisheit eben, dass mir da noch 5 Level fehlen. Das heißt, das wären hier 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Level. 13 Level für die Waffe. Und dann müssen wir gucken, ob es eine große Last wäre. Wäre es wahrscheinlich. Und hier ist es eben, hier sind es 10 Level. Muss man schauen. Die ist natürlich schon stärker, die ist auf Stufe 4 und die ist auf Stufe 1 bisher noch. Müssen wir dann mal gucken. Sternruferschrei, Racheschwur. Ich denke mal aber, dass das beides Waffen sind, die dem Vieh gut zusetzen, wo es auch keinen Bock drauf hat und wir dem damit richtig einen von Latz ballern. Das aber dann in der nächsten Folge. Wir gucken mal gerade am Ort der Gnade noch und setzen uns mal hin. Arzneimischung, da haben wir ja noch was. So, über das Menü könnt ihr 2 Kristalltränen in die Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lasst sich Arznei herstellen, die Effekte bestimmt ihr selbst. Achso, wir haben keine von diesen Tränen, ne? Nee. Nee, also gut, wir müssen dafür Tränen finden. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Das ist eine Sache, die ich mal googeln werde. Aber das Vieh da oben, das wird auf jeden Fall, schätze ich, in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge wird das fallen. Wachsen die Teile hier automatisch nach? Das ist ja cool. Weil, wie gesagt, so schwer ist das Ganze nicht. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich danke euch für eure immerwährende Treue hier auf meinem Kanal, meine Folgen mitzuverfolgen und hier mich immer zahlreich zu unterstützen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Macht es gut, haut rein, ciao.